Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu meinem Video zu Armored Core 6 Fires of Rubicon, dem neuen Spiel von From Software. From Software dürfte den meisten, auch von uns hier, am ehesten bekannt sein wegen den ganzen Souls-like-Spielen Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro oder nicht zuletzt Elden Ring. Und man muss allerdings dazu wissen, dass From Software, der japanische Entwickler unter der Federführung von Hidetaka Miyazaki, schon sehr viel früher auch schon Spieleserien entwickelt hat, durch die das Studio bekannt geworden ist, zum Beispiel Kingsfield oder eben Armored Core. Eine Mac-Action-Serie, die From Software tatsächlich auch relativ groß gemacht hat über die japanischen Grenzen hinaus. Und der letzte Teil, Armored Core 5, ist auch schon eine ganze Weile her. Der kam ein Jahr nach Dark Souls 1 raus und das ist auch schon über ein Jahrzehnt her. Und jetzt, nach dieser langen Pause, Armored Core 6. Ich bin tatsächlich Armored Core Jungfrau. Ich habe noch keinen der Serienteile gespielt. Bin allerdings ganz besonders darauf gespannt, wie dieses Spiel sich anfühlen wird, gerade weil From Software in dem letzten Jahrzehnt halt sich in eine Richtung entwickelt hat, die wir heute alle kennen und lieben. Und wie eine altehrwürdige Serie wie Armored Core jetzt mit den Einflüssen von From Software der jüngeren Jahre zusammenfügt, da bin ich wirklich drauf gespannt. Wirklich total. Und ich nehme euch jetzt mal mit in dieses Spiel. Gehe noch kurz durch die Optionen durch, die man alle kennt, auch aus den anderen From Software Spielen. Gib einen Pilotennamen ein. Ah, ja, natürlich. Großbuchstaben. Joker. Face. Wie ihr seht, spiele ich auf der PS5-Fassung und zwar im Performance-Modus. Das heißt, ich möchte unbedingt die flüssigen 60 Frames. Die Auflösung ist mir hier nur so halb wichtig. We're close to Rubicon. Wake the dog up. Handler Walter, verified. Activating cerebral coral control device. Augmented human, C4621, has awakened. Time to get to work, 621. I'm powering down your entry capsule, on my signal. So beginnt fast jedes Survival-Game. Descent to ISB 2262, Rubicon 3, complete. So kann man es auch nennen, Sinkflug beendet. Your position is grid 135. Off target, but within permissible range. There's a catapult ahead. Use it to close the gap. Ich hab so leicht Nier Automata Wipes, so ganz leicht. Main system activating combat mode. Okay. Also, ich habe die Steuerung einfach mal so gelassen, wie das Spiel das von mir haben wollte. Da kann man springen, Kamera, Bewegung, jawohl. Die Schultertasten, die beiden rechten, sind leichte und schwere Angriffe. Allerdings also das ist R1 und das ist R2. Ich hätte es jetzt andersrum gedacht, aber naja, gut. Ah. Oh.
Das ist, ja, das habe ich schon in den ersten Gameplay-Materialien gesehen, dass das sehr vertikal alles ist. Manche Aktionen verbrauchen Energie, EN, und werden ohne EN eingestellt. Am Boden wird EN rasch wiederhergestellt. Wo habe ich denn die? Das ist quasi da unten, dieser mittlere, untere Balken. Alles klar. Ganz schön fettes Fadenkreuz. Also, ja, hier kann ich tatsächlich. Ah, okay, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Und dann ist vorbei, dann muss ich nachladen. Bei denen ist also rechts, die beiden Viertelkreise, die sind quasi mein Munitionsbalken. Das Fadenkreuz erfasst automatisch Gegner auf dem Bildschirm. Sind mehrere Ziele vorhanden, wird der Gegner ausgewählt, der Bildschirm mit der am nächsten ist. Bewege die Kamera, um das Prioritätsziel zu wechseln. Ah, das läuft ja sehr fluffig. Ey, die schießen zurück. Wow. Flutschi. Wow, cool. Dieses Sliden ist natürlich auch sehr fancy. Das hat jetzt gerade richtig Speed in die ganze Geschichte gebracht hier. Das ist quasi das Ausweichrollen. Zielhilfe. Die Zielhilfe richtet dein AC auf das Ziel aus. Ist sie aktiviert, dreht sich dein AC bei der Annäherung automatisch zu deinen Gegnern. Ja, okay. Also Gegner markieren, ganz klassisch. Und dann kann man natürlich hier schön hin und her driften. Ey, und man sollte natürlich clever zwischen den beiden Waffensystemen hin und her wechseln, um die Ladezeiten jeweils zu überbrücken. Der Raketenwerfer an der linken Schulter dieses ACs kann mehrere Ziele erfassen und mehrere Gegner gleichzeitig angreifen. Oh, halte dazu die Eingabetaste für diese Waffe gedrückt. Gedrückt halten, R1. Ah. Das ist cool. Oh wow, das ist schon so fluffig alles hier. Das ist ein unglaublicher Flow. Es ist schwer, das vielleicht zu beschreiben. Vielleicht kommt es beim Zuschauen gar nicht so gut rüber. Aber dadurch, dass ich quasi auf Knopfdruck die Kreistaste oder auf der Xbox wäre es die B-Taste, hier in diesen Slide-Modus gerate und gleichzeitig eben Gegner markieren kann, um sie zu fixieren. Da entsteht ein unglaublicher Flow. Und dabei ist es sehr präzise alles. Es steuert sich echt gut, schon in den ersten paar Metern. Oh, wow. Oh, ich stürze gleich ab, deswegen. Okay, jetzt warte ich mal ganz kurz, bis mein. Das war jetzt ein bisschen zu übereifrig. Nutze Reparatursets, um dein AC zu reparieren und AP-Rüstungspunkte wiederherzustellen. Reparatursets können bis zu dreimal pro Mission eingesetzt werden, aber nicht schnell hintereinander. Was heißt nicht schnell? Also nach oben drücken, um. Wie viel? Ich habe jetzt die Hälfte meiner Lebenspunkte verloren. Wenn ich jetzt mich repariere, dann füllt es noch nicht mal ganz auf. Okay, also eine Reparatur, die Hälfte des Lebensbalkens. Na toll. Drei Stück pro Mission und ich darf nicht schnell hintereinander. Das ist ja sehr nett. Jetzt ist die große Frage: Was gibt es abseits? Es gibt so eine Boost nach vorne Funktion. Und die. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die Kulisse mal wieder, ne? Ihr werdet die Augenbraue heben, wenn ich das so oft sage. Und ich habe es oft gesagt, aber wenn From Software 1 kann, dann Level Design und Kulissen.
Und bei beidem bin ich sehr, 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 sehr gespannt, was Armored Core 6 hier alles zu bieten hat. Ich bin ein etwas stürmisch, ich gebe es zu. Aber diese Boost nach vorne Funktion, die gefällt mir unglaublich gut. Da kann man sehr schnell viel Distanz überbrücken. Hacken, connecting, WLAN. Completed. Oh oh. Time to fly, 621. Scavenge the AC wrecks ahead and find a valid mercenary license. We're illegals here. You'll need ID to operate. Okay, wow. Wir sind relativ groß, wie mir scheint, wenn diese Bäume hier so... Ups! Wie Zahnstocher umknicken. Wollte ich gerade sagen. Was ist das? Oh. This, my friend, is a dead end. Mit dem Turbo Boost, ja, den habe ich jetzt schon ein paar Mal verwendet, beschleunigst du sofort in jede Richtung, um Angriffen auszuweichen oder dich rasch Gegnern zu nähern. Also die Gegner, die haben auch verschiedenfarbige Balken. Ich hoffe, das Spiel sagt mir noch was, was zu bedeuten hat. Waffe an der rechten Schulter verwenden. R2 halten, Schnellfeuer. Waffe in der linken Hand verwenden. Habe ich hier auch noch eine. Ein Nahkampfangriff. Aha. Wow, das sieht cool aus. Japanisch pur. Hier habe ich schon alles abgeholzt. Ich mache keine Gefangenen hier. Aus Flora und Fauna. Angriffsboost. Mit dem Angriffsboost bewegst du dich schnell in die Kamerarichtung oder näherst dich dem Ziel. Picking up signals from AC Rex. Follow the markers. In welchem der drei? Der ist am nächsten hier. Okay. Das sind ja mal Riesenareale, ne? Versteckt ihr euch hinter Kisten, ihr Lumpen? Ja, das kommt. Jetzt kommt es gerade richtig gut rüber. Wie fluffig das funktioniert mit dem Markieren, mit dem Umkreisen, mit dem Feuern der beiden Waffensysteme. Wenn ich jetzt dann irgendwann mal noch dazu komme, irgendwie mal den Nahkampf auszuprobieren. Ich glaube, das geht richtig gut ineinander über.
Lizenzcode Thomas Kirk aus einem AC-Frack in der verseuchten Stadt. Extrahierter Lizenzcode erhält die Registrierungsdaten des Piloten. Registrierungsnummer, bla bla bla, zugehörige Lizenz abgelaufen. Oh, blöd. Das ist natürlich blöd. Damit komme ich nicht weit. Ja, ja. Was haben wir denn eigentlich? Habe ich irgendwie mal ein Interface oder ein Inventar oder habe ich nicht? Okay, also wenn ich jetzt aufs Touchpad drücke, passiert nichts. Wenn ich auf Start drücke, komme ich zum Kontrollpunkt, Mission neu starten und sonst nichts. Okay. Wer weiß, was da noch passiert. So, mit dem nächsten Punkt. Ich brauche eine vernünftige aktuelle ID. 1200 Meter, fast 3000 Meter, dann gehen wir dahin. Da haben mich Gegner gesehen. What? Oh, hi. Keep a low profile. We don't want them breathing down our necks. Es ist auch dieses ich finde das tatsächlich sehr interessant, dieses es ist ja jetzt nicht so unfassbar detailliert, was man hier so sieht, ne? Aber das gibt diesem Ganzen durch das Komplettdesign so ein Scale. Das ist wie bei, wie ich habe es schon erwähnt, Nier Automata, wo, wenn man genau hinguckt, das Spiel technisch jetzt bei weitem nicht State of the Art ist, aber das Gesamtbild halt einfach eine Spielwelt erzeugt, die so unglaublich stimmig ist und so nachvollziehbar. Und das habe ich jetzt gerade in den ersten paar Minuten hier in dieser kaputten Stadt habe ich auch. Man darf nicht genau hingucken, auf keinen Fall. Aber ganz ehrlich, in welchem Mech-Spiel konnte man das schon? Noch jemand? Da. Dich sehe ich doch. Ich darf dich noch nicht markieren, jetzt schon. Möchte noch jemand? Nein? Darf ich jetzt die kaputte ID einsammeln? Dankeschön. Halt, stopp. Ich war... stopp. Ah, ich bin immer so stürmisch. Okay. Aus einem AC-Frack... Lizenz läuft in 12 Stunden ab. Das ist schon besser. Oh, ich habe begrenzte Munition. Oh. Das sehe ich jetzt erst. Das ist natürlich... Wenn ich mit runtergelassener Hose dastehe, ist natürlich auch blöd. Wie schnell man 3 Kilometer überbrückt. Oh, wow, wow, hier ist was los. Drohnen. Wenn wir mal einen Blick auf den Lebensbalken halten auch. Okay, ist eine Ruhe jetzt? Sehr schön. Läuft in 15 Tagen ab. Das ist natürlich jetzt die beste Lizenz. Ah. Der Rang ist nicht gut genug. What? Noch einer? Wo? Da. Ah. Weitere Scherzkekse da oben. Das Problem. Wie sieht es mit meiner Munition aus? Surprise! Ich komm nicht hoch. Oh. Brauch mehr. Mehr Schubkraft. Ihr schon wieder.
Da brauche ich immer nur eine Kugel. Ich höre noch einen. Irgendwo flattert noch einer. Irgendwo flatterte noch einer. Okay. Das sieht schon nice aus, oder? Wow. Okay. Der hat gar nicht viel Momentum nach vorne, wenn man so... Vertikales Katapult. Springe von einem vertikalen Katapult, um schnell hohe Orte zu erreichen. Vertikaler Sprung von einem Katapult. Okay. You can use that vertical catapult to get some altitude. Blonk! Ja, aber das ist doch bestimmt ein Hinterhalt. Das schreit auch förmlich danach. Wie heißt es immer so schön? Big empty room, no enemies. Und hier reinzugehen jetzt mit kaum noch Munition, fühle ich mich richtig gut. Gab aber auch nirgends Möglichkeiten, irgendwie eine Munition einzusammeln. Also zumindest bis jetzt noch nicht. Also können die einem ja doch jetzt nicht hier einfach so die Muni ausgehen lassen, oder? Rang passt zur Arbeit. Rank fits the bill. Call sign. What? Looks like they were on to you after all. And no mood to pick a fight with the PCA. But it doesn't matter. Take it out now, they won't have enough to ID you. Right shoulder ammunition at 10%. Ist da nur ein zweiter, der von rechts feuert? One repair kit remaining. Jawohl. Ja, ich habe keine Raketen mehr, ich habe nur noch die Minigun. Wer schießt denn da noch? Okay. Gescheitert am Tutorial-Boss. Wunderbar. Aber es gibt ja Checkpoints. Und ich habe wieder Raketen. Jetzt bin ich vorbereitet. Gehe ich mal hin, hier in Deckung. Das ist schon nice inszeniert, ne? Also, direkt unter ihm, ne?
Mhm. Das sieht cool aus, es hört sich toll an. Es steuert sich klasse. Oh, das war ein voller Treffer, ey. Die haben jetzt schon fast alle Waffensysteme weggeschossen, oder? Hahaha, verdammt! Das war knapp. Das war sehr knapp. Man konnte übrigens, ja, keinen Schwierigkeitsgrad wählen. So typisch From Software. Friss oder vergiss. Ja, aber das ist tatsächlich ein bisschen an ihm dranbleiben, unter ihm bleiben, da wo er nicht so gut schießen kann. Kann er schießen, wie er will, wenn ich unter ihm bin. Ja, das ist schon ein ordentliches Effektgewitter. Also audiovisuell echt ganz toll. Mal wieder ins Spiel rein. Hier, ich bin an der Levelgrenze. Genau. Lass uns hier spielen. Wow, 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 wow. Das habe ich, glaube ich, vorhin erwischt. Da muss ich ein bisschen mehr in der Luft bleiben. Da warnt mich ja mein Supervisor auch schon die ganze Zeit davor. Ja, aber viel ist es ja nicht mehr hier.
That's all for our work here today, 621. Here's the call sign from that license you picked up. Lizenz läuft in 3 Tagen ab. Zugehörigkeit unabhängig. Raven. That's your new name here on Rubicon. Yes, I'm Raven. Mission accomplished. Unerlaubtes Eindringen. Bezahlt in Grundgehalt. Ey, das ist mal ein ordentliches Grundgehalt. Hier 170.000. Ausgaben. Upsala. Da geht's schon wieder runter. Da kommen die Ausgaben. Ne? Reparaturkosten, Miniaturkosten. Strafen. Keine. Da Steuern. Hm. Coral. A sublime substance. Discovered on Rubicon. A planet on the frontier of developed space. For a time, Coral was a revolutionary energy resource and data conduit, poised to transform human society by leaps and bounds. They called it the Fires of Ibis, a storm of flame that tore through the stars, leaving lethal contamination in its wake. Coral, the kindling, was thought to have been utterly consumed, forever lost. However, on Rubicon, the embers continued to burn. Humanity would inevitably return to stoke the fire. Registration number RB23. Call sign Raven. Authentication complete. Removing MIA status. Restoring access privileges. This is Allmind, the mercenary support system. Welcome back, Raven. Looks like you passed the authentication. Raven. That's who you are now, here on Rubicon. I've picked up some work for you already. Take a look, 621. This notification follows restoral of access privileges. Allmind provides a combat training simulator to support its mercenaries. Your license was in a suspended state. Perhaps you may need a refresher. As an added incentive, completion of the exercises will be rewarded with AC parts. Immer gern. You stand to benefit regardless. Die folgende Funktion ist jetzt verfügbar. Einsatz. Okay. Die folgende Funktion ist jetzt verfügbar. AC Design. Und ich habe ein Emblem erhalten. Das ist hässlich wie die Nacht. AC-Daten erworben. Tenderfoot. G13 Raven. Ein Kopfteil. Ein Kernteil. Armteile. Zweibeinig. Ah, okay. Montage. Lack, Sticker, Bildeditor, AC. Aha. Im Menü Montage personalisierst du deine AC-Modelle mit deinen verfügbaren Teilen. Achte bei der Montage darauf, dass deine Konfiguration die Maximalwerte für Gewicht und Energiebedarf einhält. Fedroll. Gut, ich habe jetzt hier noch nicht so wirklich viel, was ich einbauen könnte, weil ich habe... Oh, außer den neuen Kopf. Hier, da sehen wir, guck mal, da unten. Da muss ich sagen, das wäre eventuell eine Steigerung zu dem, was ich aktuell last. Eine Hardware-Ingenieur. Trophäe. Das sind die neuen Teile, die ich gerade bekommen habe. Und offenkundig, wenn ich das jetzt so direkt vergleiche, sind die tatsächlich besser als... Ja, man muss halt immer ein bisschen hin und her gucken, ne? Und die... Zahlen so ein bisschen grob.
zusammenzählen und dann vergleichen. Erweiterung, nichts. Okay. Lack. Lack, nimmst du kosmetische Änderungen? Farb- und Textureinstellungen. Ja, das ist jetzt natürlich, da kann man sich jetzt schön austoben, ne? Und den bepinseln. Sticker. Natürlich kann man Sticker draufkleben. Ist ja logisch. Ein paar Sponsoren-Logos, ne? Im Menü Bildeditor kombinierst du Vorgaben zu eigenen Bildern. Diese kannst du als Sticker an... Oh, da kann man sich schön austoben. AC-Daten. Im Menü AC-Daten speicherst und lädst du kosmetische und Montagedaten für deinen AC. Zum Laden von AC-Daten müssen alle erforderlichen Teile... Okay. Einsatz. Mission wiederholen, Training, AC-Test. Dann kann man hier quasi begangene Missionen nochmal angehen. Um Rang S zu erhalten, musst du die Mission abschließen, ohne sie an einem Kontrollpunkt neu zu starten. Du minimierst dadurch auch den erlittenen Schaden, die aufgewendete Zeit und die verbrauchte Munition. Training. Im Menü Training erlernst du den Umgang mit einem AC sowie grundlegende Kampftaktik. Schließe die Übungen in einem Training AC ab, um standardisierte Teile für die Einweisung zu erhalten. AC-Test. AC auf einen Testlauf schicken? Nein. Und die Missionen. Im Menü Missionen prüfst du eingegangene Aufträge und begibst dich auf Missionen. Schließe die Missionen ab, um die Geschichte voranzutreiben. Es gibt 2 Stück. Interessant. Gleich zu Beginn die Auswahl aus 2 Missionen. Da müssen wir uns dann für die nächste Episode dafür entscheiden, wo wir weitermachen. Denn ganz ehrlich, From Software hat mich hier am Haken. Ich muss nämlich ganz ehrlich gestehen, ich war noch nie ein Fan von Max und von Mac-Spielen. Ich habe damals vor ewigen Zeiten MacWarrior 3 und 4 durchaus mit Spaß gespielt, aber der Funke wollte nie überspringen. Und ich habe diesem Spiel jetzt einfach eine Chance geben wollen, weil es ein From-Software-Spiel ist und ich einfach dieses Studio und was Hidetaka Miyazaki sich immer so ausdenkt, unglaublich liebe. Und was sich jetzt hier einfach schon in dieser ersten Dreiviertelstunde manifestiert hat, die Kämpfe sind knackig inszeniert, sie sind unglaublich präzise in der Steuerung und machen deswegen wahnsinnig viel Spaß. Es ist spektakulär anzuschauen. Das Artdesign ist stimmig, die Atmosphäre ist cool und ich möchte unbedingt weiterspielen. Ich hoffe ihr auch und ich hoffe ihr seid in der nächsten Episode dann wieder auch mit dabei hier in Armored Core 6. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über den Daumen von euch freuen und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Mal an genau dieser Stelle. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Macht's gut.